Also, ich spreche Hochdeutsch, weil der Vortrag gefilmt wird und dann auf die Homepage kommt. Ich berichte über den Expertenbericht des Bundesrates, der letztes Jahr dem Bundesrat übergeben wurde, zuhanden der Bevölkerung. Der Titel ist von Anina. Zuhanden der Bevölkerung heißt, war das nur ein Papiertiger oder kann man eventuell mit diesem Bericht etwas anfangen? Die Themen sind, es gab einen Auftrag für diesen Bericht. Es wurde das Gesundheitssystem der Schweiz beleuchtet, inklusive der Probleme, die es bietet. Und es wurde verglichen mit Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Sie werden dann noch sehen, warum. Jetzt jede Umfrage, die über das Gesundheitswesen gemacht wird, die zeigt, die Bevölkerung ist mit dem schweizerischen Gesundheitssystem extrem zufrieden. Aber muss man sagen, jede dritte Prämie in der Schweiz ist subventioniert. Es ist jeder vierte Haushalt subventioniert, 40% der Haushalte sind subventioniert. Im Kanton Appenzeller sind es 60% und das sind 4 Milliarden pro Jahr, nur die Subventionen. Das gesamte Budget für das Gesundheitswesen sind 80 Milliarden und nur die Subventionen der Prämien sind 4 Milliarden. Das ist gleich viel wie das gesamte Militärbudget und da kann etwas nicht mehr stimmen. Jetzt, wie kommen diese Umfragen zustande? Zum Beispiel so, welches dieser Spitäler ist besser? Das mit diesem netten Dreibettzimmer oder das mit der Suite? Oder, das ist immer eine Frage, wie hat Ihnen das Essen gefallen im Spital? Ja, welches Spital schneidet hier besser ab, das links oder das rechts? Und dann gibt es noch die Fragen zur Pflege. War die Pflege nett? Aber nicht, war die Pflege kompetent? Nein, war die Pflege nett oder war sie gehetzt? Und da ist auch sehr klar, welches Spital hier besser abschneidet. Aber ob es wirklich das Bessere ist, dann das Rechte, das wissen wir nicht. Diese Frage wird nie gestellt. Auf was würden Sie verzichten? An Leistungen, an Komfort, an Wahlmöglichkeiten, wenn dann die Prämien billiger würden? Jetzt, es gibt diverse Studien zum Effizienzsteigerungspotenzial. Also wie viel kann man einsparen nur durch Effizienzsteigerung? Und das sind 20%. In diversen Studien heißt es, 20% kann eingespart werden, wenn man effizienter arbeitet. Und wer in Spitälern gearbeitet hat oder in Spitälern arbeitet, weiß, es könnte auch mehr als 20% sein. Denn wir haben EDV-Probleme in den Spitälern, die nicht kompatibel sind, die unglaublich viel Zeit benötigen. Es gibt einen großen administrativen Mittelbau, der wird immer größer. Also hier ist ein Potenzial an Sparmöglichkeiten. Und Ärzte arbeiten noch 35% in ihrem Kerngebiet ärztlich. Und es gab eine Umfrage im Aarau, in den Kantonsspitälern, die Assistenzärzte arbeiten noch weniger ärztlich, sondern wirklich eben für die Daten und erstellen enorme Datenfriedhöfe, die nie jemand auswertet und nie jemand anschaut. Wir hatten zum Beispiel in der Frauenklinik einen sechs Seiten dicht beschriebenen Katalog, den wir ausfüllen mussten, Daten, zum Beispiel für eine Frau, die am Morgen eintritt, um 10 Uhr eine Operation hat, die 5 Minuten dauert und um 5 Uhr nachmittags wieder austritt. 6 Seiten dicht beschriebene Daten, die man erfassen muss. Jetzt diese Kostendämpfungsgruppe, diese Expertengruppe hatte den Auftrag, wirklich Kostendämpfungsmaßnahmen zu erarbeiten. Das war der Auftrag. Es ging nicht um die Qualität des Gesundheitswesens, sondern um die Kosten. Der Fokus ging auf Leistungen, die vermeidbar sind, die nichts bringen, und auf Kostenausweitung und Mengenausweitung. Und das Vorgehen, wir hatten 6 Sitzungen, von Februar bis August, 6 Workshops, die meisten ganztages, eine halbtages, und hatten dann 38 Maßnahmen präsentiert für den Bundesrat, wie Kosten eingespart werden könnten.
Das waren die Mitglieder, geführt wurde die Gruppe von Frau Verena Diener, ehemalige Regierungs- und Ständerätin des Kantons Zürich. Sie wissen, sie war die Einzige, die es fertiggebracht hat, 8 Spitäler zu schließen und wiedergewählt zu werden. Die anderen haben sich das dann nicht mehr getraut in anderen Kantonen. Bern hat noch ein paar geschlossen, aber auch nicht in diesem Maß. Es waren im Ganzen 3 Ärzte, Professor Kohnen und Dr. Yves Eckli, dann der Direktor der Finanzverwaltung, dann der Zentralsekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz, 2 Ökonomen, Herr Locher und Herr Slembeck und Herr Scheidegger vom SECO. Also es war eigentlich, es war nicht sehr medizinisch besetzt, aber es geht ja auch um Kosten. Jetzt hier eine wichtige Sache, die Gesundheitsausgaben pro Kopf, in Dollar ist das jetzt aufgezeichnet, in den verschiedenen Ländern. Und Sie sehen hier diese gepunkteten Linien, auf die gehe ich nicht ein. Die ausgezogenen Linien sind die Länder, mit denen wir dann die Schweiz auch verglichen haben. Die grüne Linie ist Frankreich, wenn ich das richtig sehe. Die ist relativ flach, also die Kosten, die steigen, aber sie ist relativ flach. Die blaue, das sind die Niederlande, die haben es doch tatsächlich fertiggebracht, sogar die Kosten etwas zu senken. Gelb ist Deutschland, steigt aber mäßig und was wirklich enorm ansteigt, das ist die Schweiz. Und die nächste Folie zeigt das noch etwas krasser. Das ist der Anteil der Gesundheitskosten am Bruttoinlandprodukt. Und auch hier sehen Sie wieder grün Frankreich, die sind flach. Die Niederlande fällt eindeutig ab und unverdrossen steigt die Schweiz. Es sind 4% im Jahr, wo die Prämien steigen und die Gesundheitskosten steigen. Und wenn man das extrapoliert, muss man sagen, irgendwann geht das nicht mehr. Auch eine interessante Statistik, nachher kommen keine mehr. Das ist der blaue Teil, ist das, was der Staat und die obligatorische Krankenversicherung zahlt an die Gesundheitsausgaben. Und das ist der allergrößte Teil in ganz Europa. 28% zahlen die Schweizer auch noch aus dem eigenen Sack. Und da, ich meine, das zahlen sie ja auch über Steuern und über Prämien. Dazu noch diese 28%, hier ein kleiner Teil, das sind noch verschiedenes, zum Beispiel Zusatzversicherungen. Jetzt, es wurden ja 38 Maßnahmen dann vorgeschlagen, die wirken könnten. Es gibt 2 übergeordnete Maßnahmen. Eins ist, das nennt sich hier Kostendach, und es, der Bericht war geheim. 2 Stunden nach Publikation des Berichtes haben alle, die Versicherungen, die Ärzteschaft, die Patientenorganisationen laut aufgeschrien, das kommt nicht in Frage, ein oberes Kostendach für die Medizin, das geht gar nicht. Das zweite ist ein Experimentierartikel, darauf komme ich noch. Also eigentlich, dass man gewisse Kostendämpfungsmaßnahmen in einem kleinen Rahmen zuerst ausprobieren darf, bevor sie gesamtschweizerisch eingeführt werden. Dann gab es Maßnahmen, die unmittelbar, also sofort umsetzbar wären. Dann gibt es bereits andiskutierte Maßnahmen, die aber eine gesetzliche Änderung verlangen, und dann gibt es neue. Und ich habe mich auch natürlich gefragt, für dieses Publikum, bei welchen Maßnahmen kann sich und soll sich die AMM engagieren und was sind Maßnahmen, die uns eigentlich wieder weniger etwas angehen. Noch grafisch dargestellt, das Dach, eben diese Kosten, also dieses Kostendach, dann der Experimentierartikel und dann diese 3 verschiedenen Blöcke, und überall wurde geschaut, was sind Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlanreizen? Da haben wir ja bereits gehört bei den Arbeitsgruppen. Was gibt es für Maßnahmen im Versorgungsbereich, im Arzneimittelbereich und dann noch in Tarifen? Da komme ich dann bestimmt nicht drauf zu sprechen. Es gibt große Kostenblöcke in der Medizin. Das ist die stationäre Medizin, dann die spitalambulante Medizin, die ambulante Medizin, die von den Ärzten in der Praxis betrieben wird, und die Arzneimittel, Entschuldigung, nicht behandelt wurden, Pflege, Physiotherapie und andere medizinische Berufe. Die OKP, das heißt die obligatorische Kranken- und Pflegeversicherung, gibt jedes Jahr 4% mehr aus für Vergütungen, das habe ich bereits gesagt.
Wie sieht es aus bei den Praxisärzten? Hier ist in 6 Jahren sind die Kosten pro Kopf um 28% gestiegen. Und es ist aber nicht so, dass Herr und Frau Schweizer einfach viel häufiger zum Arzt gehen. Nein, die Konsultationen, Die Konsultationen sind stabil geblieben. Also das heißt, es wird pro Konsultation mehr verrechnet. Warum? Weiß man nicht. Vielleicht weiß man es auch stationär. Die Kosten im stationären Bereich sind um 17% gestiegen. Aber es hat in dieser Zeit auch eine Zunahme der älteren Bevölkerung gegeben. Die Älteren sind, wie man weiß, etwas kostenintensiver. Die Fallpauschalen, die eingeführt wurden, und der Christian Hess hat ja sehr dagegen gekämpft bei der Einführung, die haben bisher keinen günstigen Effekt gezeigt auf die Kosten. Und ich hatte vor 2 Tagen, habe ich jemanden nach Basel begleitet in einen Krankentransport und der Fahrer, der ist 30 Jahre Fahrer und der hat mir gesagt, sie hätten in einem Jahr, und das ist eine private Firma, 78 Verlegungen in andere Kliniken wurden kurzfristig, das heißt in den letzten 15 Minuten abgesagt, weil es dem Patienten so viel schlechter ging, dass man ihn nicht verlegen konnte. Das heißt doch einfach, dass die Leute wegen diesem DRG eben doch zu früh entlassen werden. Das, was man blutige Entlassungen genannt hat, das ist vielleicht nicht blutig, aber sie sind nicht verlegungsfähig im Moment oder eben einfach nicht gesund genug, um nach Hause zu gehen. Dann spitalambulant, das ist das Allerteuerste oder ist am teuersten geworden. 34% pro Kopf und vor allem sind das mehr Konsultationen. Früher, als wir noch die Patienten so lange im Spital behalten durften, wie wir es richtig fanden, trat man ein, dann wurde das EKG gemacht, der Thorax geröntgt, das Blut entnommen, man wurde aufgeklärt, am nächsten Tag wurde man operiert. Heute ist das so, dass alles ambulant abgeklärt wird. Das heißt, man kommt einen Tag für die Abklärung, geht nochmal nach Hause und tritt dann direkt zur Operation ein, weil man durch DRG so einen Tag sparen kann. Und das wird natürlich dann wesentlich teurer. Bei den Arzneimitteln, die eigentlich immer als die Kostentreiber angesehen werden, sieht es nicht so schlecht aus. Die Kosten pro Kopf sind stabil. Es wurden sogar 1500 Präparate in den letzten 6 Jahren wurden die Preise gesenkt. Aber es gibt neue, teure Medikamente, vor allem in der Onkologie, und die wirken gar nicht alle so gut, wie sie sollten. Und es gibt die sogenannten MeToo-Präparate. MeToo-Präparate sind Präparate, bei denen das Patent abgelaufen ist. Und dann macht die Firma mit dem mehr oder weniger gleichen Medikament eine kleine Änderung, gibt es unter einem neuen Namen, aber mit der genau gleichen Wirkung wieder auf den Markt, aber mit einem doch leicht erhöhten Preis. Die demografische Entwicklung, es gibt mehr alte Leute, das wissen wir, aber sie sind auch länger gesund, dank unserem guten Gesundheitswesen. Also sie sind gar nicht unbedingt die Kostentreiber. Sie sehen 75-jährige Jogger, also die sind nicht unbedingt verantwortlich. Und es gibt auch mehr Junge durch die Migration. Also ich denke, man kann nicht sagen, die Medizin wird wegen den Alten teurer. Das ist nicht so. Das Krankenversicherungsgesetz, eingeführt 1996, ist wahrscheinlich eine der größten Errungenschaften in unserem sozialen System, dass nämlich alle Leute versichert sind und alle eben Zugang haben zu allem. Aber das ist eben auch eine Versuchung. Es ist schon nicht so, dass man sagt, also dienstags gehe ich da gerne in die Gastroskopie und am Freitag mache ich eher die Rektoskopie. Also es ist nicht so, dass man einfach konsumiert, was immer man kann. Aber wenn Sie die Wahl haben zwischen der Quartierbeiz und der Kronhalle, kann es, beide Rechnungen werden automatisch bezahlt, kann man sagen, es gibt durchaus Leute, die dann lieber in die Kronhalle gehen. Und die Schweiz ist ein sogenannter Angebotsmarkt, also das, was es wird angeboten und dann wird auch konsumiert. Ich habe letztens mich wahnsinnig geärgert über ein Inserat, das ich im Tram gesehen habe. Da stand von einer Zürcher Oberländer Klinik, innerhalb 24 Stunden bekommen Sie bei uns Ihr MRI. Also das heißt, wenn Sie etwas Kopfschmerzen haben, weil Sie die Nacht durchgemacht haben, denken Sie, das könnte vielleicht doch ein Tumor sein, da gehe ich jetzt schnell ins Spital X und lasse mir ein MRI machen. Und wenn da kein Tumor ist, Gott sei Dank, dann kann ich ja dann wieder zu dem Whisky drehen.
Ja. Und die Patienten oder die sogenannten Leistungsnehmer, wie das heißt, die können sich ja kein Bild machen, wo gute Qualität angeboten wird. Es gibt da keine Marktübersicht. Jeder kann sich anbieten. Sie wissen, früher war Werbung für Ärzte verboten. Heute kann man über sich behaupten, was immer man will. Ein Patient kann auch nicht sagen, wo wird die Röntgenuntersuchung besser durchgeführt. Das weiß man einfach nicht. Und die Kosten, die werden halt dann einfach etwas verteilt in diesem Versicherungssystem. Da bezahlt wird eigentlich immer. Und dann ein großes Problem der Schweiz, wir haben 26 verschiedene Gesundheitssysteme, nämlich 26 Kantone. Es wurden zwar ein paar Spitäler geschlossen, Sie sehen, es ging zurück von 313 auf 293. Zum Teil sind das gar keine Schließungen, sondern Zusammenlegungen mit einer Administration, aber immer noch betrieben an zwei Standorten, wie jetzt zum Beispiel Lachen und Einsiedeln das plant. Und das sind zum Teil auch ältere Spitäler mit einem riesigen Investitionsbedarf. Und da wird jede Gemeinde, die abstimmt, die stimmt immer ja für die Spitäler. Dann die Versicherungen, die hätten eigentlich die Pflicht, die Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Die bekommen aber einfach eine Rechnung und die haben keine Chance zu prüfen, ob das, was gemacht wurde, auch richtig war, ob es indiziert war und ob es gut gemacht wurde. Das können die Versicherungen nicht überprüfen und die Daten werden nicht geliefert, immer unter dem Deckmantel, kann ich jetzt mal sagen, des Datenschutzes, aber es ist natürlich für die Versicherer schwierig zu sagen, ob sie etwas vergüten müssen, wenn sie nicht wissen. Ja, sie müssen einfach. Und es gibt wenig Konsens zwischen dem Bundesrat, zwischen den Ärzten und auch zwischen den Patienten. Bisherige Erfahrung. Die Spitalplanung ist etwas eben mit diesen 26 Systemen nicht koordiniert. Es gibt eine Unterversorgung, die gibt es, also Regionen, wo etwas nicht angeboten wird. Es gibt aber vor allem eine Überversorgung. Wir hatten letzte Woche von der Patientenorganisation die Möglichkeit, einen Vortrag zu hören von Professor Christoph Meyer in Basel. Und er hat eine Landkarte gezeigt, die war ziemlich verschieden eingefärbt, je nach Dichte der Spezialisten. Also Basel ist sehr dicht besiedelt mit, glaube ich, Orthopäden. Es ist einfach extrem verschieden, wo welche Dichte Ärzte sind. Und da kann man sich vorstellen, wenn in Basel halt sehr viele Orthopäden sind, wird dort halt mehr operiert als an Orten, wo die nicht sind. In der hochspezialisierten Medizin, da funktioniert die Planung, da wird gesamtschweizerisch geplant. Also Herztransplantationsmedizin hochspezialisiert. Die Kantone könnten ein Globalbudget für ihre Spitäler festlegen. Sie dürfen auch die Mengen steuern, also das dürften sie. Es gibt aber nur drei Kantone, die das machen, Genf, Waadt und Tessin. Und offensichtlich haben diese drei Kantone keine schlechte Erfahrung. Das heißt, die Patienten weichen nicht auf andere Kantone aus, um mehr Leistungen zu beziehen, als sie im eigenen Kanton bekommen. Was ja auch dafür spricht, dass eigentlich keine Qualitätseinbußen dort stattfinden. Bisher könnte man auch als Kanton die Zulassung von Ärzten beschränken, also neue Praxeneröffnungen beschränken. Man sagt grob geschätzt, dass eine neue Praxis Kosten verursacht von 500.000 Franken. Und das könnte man sogar im Spital, wobei im Spital ja eher ein Ärztemangel herrscht als ein Ärzteüberfluss. Bisher gibt es auch die Möglichkeit HTA, das steht für Health Technology Assessment. Das sind Untersuchungen, die zum Beispiel in der Schweiz das Swiss Medical Board macht. Da wird untersucht, zum Beispiel, ich war dabei, als das Mammographie-Screening untersucht wurde, bringt das Mammographie-Screening mehr Nutzen als Schaden? Und dann werden einfach alle Publikationen, die es dazu gibt, werden wissenschaftlich verarbeitet. Und diesen Gruppen sind nicht nur Ärzte, sondern auch Juristen und Ethiker. Und am Schluss gibt es eine Empfehlung. Leider sind diese Empfehlungen aber nicht bindend. Also zum Beispiel die erste, die viel diskutiert war, ob Bandverletzungen am Knie operiert werden sollen oder zuerst konservativ behandelt. Und da kam man drauf, dass das Resultat ziemlich ähnlich ist.
Und da kam natürlich der orthopädische Aufschrei. Und es ist aber, sind zwar die Operationen zurückgegangen seither, aber es gibt keine verbindlichen Aussagen, dann man darf in der und der Situation das nicht operieren. Also, und es gibt auch die Tendenz, dass man Leistungen, die bisher bezahlt wurden, nicht mehr bezahlt. Da komme ich noch darauf zurück. WZW, was heißt das? Es heißt Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Das ist ein Gebot des Krankenversicherungsgesetzes. Es dürfen theoretisch nur Therapien und Untersuchungen durchgeführt werden, welche diese Kriterien erfüllen. Wirksam, würden wir sagen, sind wir froh, wenn wir etwas machen. Zweckmäßig ebenfalls und wirtschaftlich, eben das sollte nicht allzu teuer sein, dass das gemacht wird. Aber wer überprüft das? Dann die Arzneimittel, die werden sporadisch alle 3 Jahre werden die überprüft. Es wurden in den letzten 3 Jahren 800 Millionen eingespart, aber eben es gibt neue, wie ich schon gesagt habe, kostentreibende Medikamente. Dann bisher der Einzelleistungskatalog, der TARMED, wurde ja durch den Bundesrat verordnet, weil sich Ärzte und Kassen und Behörden nicht einigen konnten auf einen neuen Tarif. Jetzt dieser neue Tarif wird sofort, natürlich diese Preissenkungen werden sofort kompensiert durch eine Mengenausweitung, weil niemand gewillt ist, einfach durch so eine Verordnung weniger zu verdienen. Dann bereits eingeleitete sinnvolle Maßnahmen, die Verlagerung von stationären Eingriffen zu ambulanten Eingriffen. Der Kanton Luzern hat, glaube ich, als erster 10 Operationen festgelegt, die nur noch ambulant durchgeführt werden dürfen, außer es gibt medizinische Indikationen für einen stationären Aufenthalt, also ein sehr kranker oder ein sehr alter Patient. Dann Zulassung über Fallzahlen, also dass Spitäler nur noch den Leistungsauftrag bekommen für eine Operation oder eine Maßnahme, wenn sie genügend Fälle pro Jahr behandeln. Das hat dafür und dawider. Dafür ist, wenn jemand nur 2-mal einen Darm operiert pro Jahr, dann ist er sicher weniger gut als einer, der das 50-mal macht. Andererseits gibt es dann halt die Befürchtung, dass wenn der 50 braucht, im Dezember nur 40 hat, dass er dann vielleicht ein paar mehr operiert, als jetzt dringend nötig werden, damit er auf die 50 kommt. Das ist also eine zweischneidige Geschichte. Die koordinierte Versorgung wird immer besser, das sind bereits gut eingeleitete Maßnahmen. Die Zweitmeinung wird bei vielen Eingriffen von der Kasse bezahlt und wird gefördert. Und eben Maßnahmen ohne genügenden Nutzen sollten eigentlich eliminiert werden. Und es gibt noch ein Fehlermeldesystem in Spitälern vor allem. Das wird aber leider eher viel von der Pflege und eher wenig von den Ärzten benutzt. Aber es gibt das System. Denn dann Deutschland, Frankreich und die Niederlande wurden als Vergleich hinzugezogen, weil sie ein ähnliches Versicherungssystem haben wie wir. Und bei allen ist es so, sie haben alle ein Kostendach, das was wir jetzt eben dann vielleicht auch bald haben, aber die Preiskontrolle ist nicht effektiv, also nur über den Preis, weil sofort mehr Menge dann einfach abgerechnet wird. Alle 3 Länder eben haben diese Zielvorgaben und sie sind dann wirksam, wenn sie mit Sanktionen verbunden sind, das heißt, wenn es nicht eingehalten wird, gibt es Strafmaßnahmen, ich weiß nicht genau, wie die Sanktionen aussehen. Maßnahmen sind dann erfolgreich, wenn das Angebot anders ist, also eben wie zum Beispiel die Verlagerung von stationär zu ambulant, das ist auf der Angebotsseite, oder die integrierte Versorgung. Alle diese 3 Länder, Deutschland, Frankreich und die Schweiz, haben eben starke finanzielle Anreize, bisher eine Leistung stationär abzurechnen. In Frankreich gibt es immerhin schon Pauschalen in der ambulanten Chirurgie, also da kann man nicht mehr einzeln abrechnen, sondern einfach ein Blinddarm kostet so und so viel, eine Krampfaderoperation kostet so und so viel. Es ist wichtig, bei so einem Kostendach die Leistungserbringer mit einzubeziehen, auch damit die Qualität erhalten bleibt. Sie sollten an der Kostenersparnis beteiligt sein, also wenn Sie das gut machen, effizient arbeiten, sollten Sie etwas davon haben. Wenn Sie es nicht gut machen, sollten Sie auch, haben Sie auch ein Risiko. Und das sollte nicht nur in einem Fach sein, sondern das sollte eben
fächerübergreifend sein. Es gibt viele Patienten, die sind bei mehreren Ärzten und auch noch in der Physiotherapie und haben noch eine Spitex. Der Idealfall wäre eigentlich, wenn das eben sektorübergreifend alle involvierten Sparten betreffen würde. Was heißt eigentlich eine Zielgröße? Eine Zielgröße heißt, dass dem Gesundheitswesen von den öffentlichen Geldern nicht unbeschränkt Mittel zur Verfügung stehen. Etwas anderes heißt das einfach nicht. Und dass der Staat abwägen muss zwischen Leistungen für das Gesundheitswesen und Leistungen für die Bildung und für Leistungen für Soziales. Das geht nicht alles ins Gesundheitswesen. Und das gibt ja noch diese sehr interessante Aussage von Thomas Zeltner, dem ehemaligen Direktor des Bundesamtes für Gesundheit. Er sagt, die Medizin macht nur 20% aus für die Gesundheit des Menschen. Der Rest ist Genetik, Ernährung, Verhalten wie Rauchen, risikoreiches Verhalten, dann Soziales, wie zum Beispiel, ob die Wasserqualität gut ist, ob die Wohnungen geheizt sind etc. Also 20% machen wir mit unserer Medizin, da tragen wir bei zur Gesundheit der Menschen. Und da muss man schon sagen, sind diese 80 Milliarden dann schon etwas hoch. Sie sehen es hier noch einmal, diese Kosten steigen einfach sehr steil an und dann irgendwo muss das Geld eingespart werden, dass da mehr ausgegeben wird. Die Versicherungen sind in Frankreich mit in der Verantwortung für diese Kosteneinhaltung und das ist ein erfolgreiches System. Also die haben aber auch dann bessere Datenzugang als bei uns die Versicherungen haben. Und das ist natürlich klar, man kann nicht einen Teil des ganzen Systems in die Verantwortung nehmen und die anderen einfach nicht. Und bei uns ist es schon ein bisschen so, die Kassen können einfach, wenn die Kosten steigen, die Prämien erhöhen, weil bei ihnen wird das immer gedeckt sein. Es gibt ja keine Kassen, großen Kassen, die enorme Verluste einfahren, von denen habe ich noch nicht gehört. Und aber diese Versicherung brauchen eben die Daten, sonst ohne die Daten können sie einfach diese Verantwortung nicht wahrnehmen. Die Einführung von Globalteam gibt einen gewissen Druck und es gibt Verbindlichkeit, das ist gut, weil sonst kann man nur immer darüber reden. Sie wissen, alle Parteien haben im Moment sich auf die Fahne geschrieben vor den nächsten Wahlen, dass sie die Kosten in den Griff bekommen, aber es muss auch mal verbindlich sein. Und eigentlich benötigt diese Globalzieleinführung keine Umgestaltung des Systems. Es wäre jetzt schon möglich. Der Finanzplan für die nächsten 2 Jahre sieht so aus, also das habe ich nicht selber gerechnet. Der BIP hat ein Wachstum von 1,7%, also BIP ist Bruttoinlandprodukt. Und er setzt sich zusammen aus Produktivitätsfortschritt und Wachstum der Erwerbsbevölkerung. Und die Inflation ist 1%, also ergibt das ein Wachstum von 2,7% pro Jahr. Die Gesundheitskosten sollten einfach nicht mehr als das wachsen. Und es ist ja nicht so, das Kostendach heißt nicht, es muss jetzt eingefroren werden auf dem Status quo, sondern es sollte nicht mehr so schnell wachsen. Also, und da es bis jetzt 4% war, muss man wahrscheinlich, bis man sich daran gewöhnt hat, das schrittweise reduzieren von 4 auf 3,5 auf dann 2,7%. Wie? Es sollte alle 5 Jahre überprüft werden. Jährlich geht nicht, weil bis man die Fakten hat, ist das halbe Jahr schon vorbei. Man muss die gesetzlichen Grundlagen schaffen und die Maßnahmen dürfen nicht zu Lasten der Patienten gehen, sondern die müssen auf Effizienzsteigerung beruhen. Und die Globalziele müssen für alle die 4 Kostenblöcke separat vorgegeben werden, also Spital ambulant, Spital stationär, Arzneimittel und Ärzte in der Praxis. Das kann man nicht alles über einen Leist ziehen. Der Bundesrat gibt Richtwerte, die kantonalen Vorgaben für die Kantone für die Spitäler, das ist nicht so interessant. Und der Bundesrat funktioniert einfach als Damoklesschwert, wenn es nicht eingehalten wird. Dann der Experimentierartikel, etwas, was es bis jetzt in keinem Land gibt, das ist die Maßnahme 2. Maßnahmen sollten in kleinen Rahmen geprüft werden können und wenn sie sich bewähren, erst groß eingeführt werden. Das ist natürlich etwas, was wirklich verlockend ist, denn man kann nicht eine Maßnahme, die man noch nie ausprobiert hat, einfach über das ganze Land ziehen. Das muss man schon ausprobieren können. Ich hatte ja immer früher so eine Idealvorstellung, ein mittelgroßes Spital macht praktisch keine Datenerfassung mehr, sie behandeln
leichte, mittlere und schwere Fälle, so wird das eingeteilt, und dann haben die Leute wieder Zeit für ihre Patienten. Und am Ende des Jahres müsste man schauen, wer dann zufriedener ist, die oder die anderen. Aber ich glaube, es ist, bleibt bei Wunschvorstellung. Die Kantone, die könnten schon jetzt eben ein Globalbudget erlassen, Zulassungsbeschränkungen, und die Versicherer haben die Möglichkeit von HMO-Modellen und Gatekeeping. Beides wird genützt, aber nicht so, wie man eigentlich könnte. Man könnte den Kontrahierungszwang aufheben, das heißt, Kontrahierungszwang heißt, dass jeder Arzt, der in die Praxis geht, auch automatisch abrechnen kann zu Kosten, zulasten der Versicherung. Man könnte die Zulassung der Ärzte also als zahlenmäßig beschränken, und da gibt es noch andere Möglichkeiten. Aber die Rechte der Patienten sollten nicht eingeschränkt werden. Jetzt die Verlagerung von stationär zu ambulant, das ist ja jetzt im Moment ein großes Thema im Gesundheitswesen. Das hat ein Problem. Das heißt, es ist positiv, aber es hat ein Problem, denn im Stationären zahlen die Kantone 50% der Rechnung und die Prämien die anderen 50%. Wenn ambulant operiert wird zum Beispiel, dann wird alles über die Prämien finanziert, der Kanton ist nicht beteiligt, zusätzlich kommt noch ein Selbstbehalt. Also für die Patienten ist das eigentlich teurer. Und dann soll es natürlich medizinisch auch nicht zulasten der Patienten gehen. Aber diese verschiedene Finanzierung ist natürlich problematisch. Und die Kantone haben hier eine komische Doppelrolle, denn sie sind einerseits, besitzen sie die Spitäler, sie sind auf, leisten, also sie bezahlen die Mitarbeiter, sie verdienen daran. Sie zahlen daran, aber sie verdienen auch daran. Und es müsste, in Frankreich zum Beispiel sind die Tarife stationär und ambulant gleich. Das ist bei uns nicht so. Stationär ist viel teurer. Und was aber wichtig wäre, nicht nur, dass es gleich wäre, sondern dass auch eben der Kanton sich ebenfalls beteiligt an den ambulanten Tarifen. Nur dann wird es überhaupt vergleichbar. Was auch sehr positiv sich auswirken würde auf die Kosten ist, wenn es nur 4, 5, 6, das ist egal, Spitalregionen gäbe in der Schweiz und nicht 26, dass man eben gemeinsam planen würde, das kann man jetzt schon, es braucht keine Gesetzesänderung dafür. Man könnte das stationäre Angebot konzentrieren und Überkapazitäten, die es garantiert jetzt überall gibt, weil eben viel in den ambulanten Sektor verlagert wird, Überkapazitäten abbauen. Die Spitalplanung dauert so 20 bis 30 Jahre, bis ein neues Spital steht. Und in dieser Zeit ändert sich alles. Diese Betten, die man rechnet, die stimmen überhaupt nicht mehr nach dieser Zeit. Also diese Überkapazitäten, die haben wir jetzt. Dann eben Pauschalen, jetzt wird es langsam etwas halt, wiederholt es sich, macht da ein bisschen schneller. Für die Qualität. Es gibt etwas Interessantes in der Schweiz, das kommt aus England, dort heißt es Choosing Wisely. Das heißt, man soll eben weise aussuchen, was man für eine Therapie macht. Und in der Schweiz heißt das Smarter Medicine. Und das ist eine Bewegung, die kommt aus der Ärzteschaft, also die Fachgesellschaften, die legen jedes Jahr fest, diese 5 Maßnahmen sollte man nicht mehr machen. Und dann geben sie ihren Mitgliedern bekannt, diese 5 Maßnahmen sind überholt, die solltet ihr nicht mehr machen. Und das ist diese Bewegung Smarter Medicine. Und das hat vor allem darum Erfolg, weil es eben aus der Ärzteschaft selber kommt und nicht von außen aufoktroyiert wird. Das ist eigentlich so. Jetzt, was ist relevant für die Akademie Menschenmedizin? Wir haben es gehört, die Boni-Geschichte. Man könnte zum Beispiel fordern, dass nur noch Spitäler in die Spitalliste kommen, die eben keine Boni zahlen für interne und externe Fachkräfte. Und auch Kickback-Zahlungen, das sind Zahlungen, die an einen einweisenden Arzt gehen. Also wenn jetzt der Hausarzt X im Spital Y einen Privatpatienten schickt, der eben ziemlich einträglich ist für das Spital, dann kriegt er, also wenn es wenig ist, einen schönen Lachs, oder wenn es eben viel ist, eine Zahlung. Und das ist natürlich wirklich unmoralisch, unethisch und führt zu einer Mengenausweitung. Dann etwas, was ganz wichtig ist, wo die Akademie sich einbringen kann, Stärkung der Gesundheitskompetenz. Also zum Beispiel zu lernen, sorgsam mit der eigenen Gesundheit umzugehen, dann fähig zu sein, Entscheidungen für einen selbst
richtig zu treffen, die für die Gesundheit eben positiv sind. Dann nicht undifferenziert mit allem, was angeboten wird, auch umzugehen, nicht alles zu konsumieren, was angeboten wird. Und dann etwas, was Herr Professor Kiegerenzer, viele von euch haben von ihm schon gehört, sehr propagiert, man muss das überhaupt können, man muss das lernen, mit medizinischen Zahlen umzugehen. Es gibt etwas, das heißt relativer Nutzen und absoluter Nutzen. Ich sage Ihnen das an einem Beispiel von der Mammographie. Wenn Sie 1000 Frauen 10 Jahre lang zum Mammographie-Screening schicken, dann sterben 4 von 1000 Frauen an Brustkrebs. Wenn Sie die 1000 Frauen, die 10 Jahre nicht ins Mammographie-Screening schicken, dann sterben 5 von 1000 Frauen an Brustkrebs. Das heißt, eine Frau mehr von 1000. Das ist 0,1%. Man kann aber das anders formulieren, es sterben 4 statt 5, wenn Sie zur Mammographie gehen, also das sind 20%. Jetzt, wenn Sie als Patientin hören, Sie haben eine 20% tieferes Risiko an Brustkrebs zu sterben, wenn Sie hingehen, dann gehen Sie. Wenn Sie aber hören, es ist eine von 1000, dann gehen Sie nicht. Wenn man dann noch weiß, was alles Negatives passieren kann in den 10 Jahren an falsch positiven Untersuchungen, an Biopsien, die nicht nötig sind, an Zweituntersuchungen, die Angst machen, dann muss man sagen, nein. Für das ist das Café-Med gut, eben genau wenn Patientinnen und Patienten nicht sicher sind, was sie machen sollen. Du hast Zeit. Ja, gerade noch, bin immer lang. Dann können Sie ins Café-Med sich bei einem Spezialisten beraten lassen und dann den Weg einschlagen, der für Sie richtig ist. Es gibt auch Patienten, die brauchen alle Absicherungen. Dann ist das auch richtig. Aber es gibt die, die selber sagen, nein, das ist nichts für mich. Dann, was heißt sorgsamer Umgang mit Gesundheit? Da gehört eben auch die Aufklärung über das Wesen des Menschen und das Wesen des Alters und dass es zum Alter gehört, dass man mit gewissen Einschränkungen leben muss und auch sehr gut kann und dass man gewisse Einschränkungen durch Erfahrung und, kompensieren kann. Das ist die Gruppe 2 Medical Humanities, wir haben darüber auch gehört. Dann koordinierte Versorgung stärken. Es gibt gewisse Patientengruppen, welche sehr viele Dienstleistungen in Anspruch nehmen und immer zu verschiedenen Spezialisten. Und es gibt wahnsinnig viele Doppeluntersuchungen und Doppelabklärungen. Und diese sollten eigentlich in Netzwerke gehen, wo die Krankheit als Ganzes behandelt wird. Das Disease Management nennt man das. Und auch hier denke ich, dass die Akademie durch Aufklärung einiges erreichen kann. Förderung von Behandlungsleitlinien, das war das Choosing Wisely, ich finde, aber das sollte nicht nur in der Fachgesellschaft bleiben, sondern sollte eben bereichsübergreifend sein. Und da wäre die Gruppe Interdisziplinarität oder Interprofessionalität gefragt, dass eben sozusagen ein Behandlungsverlauf eben mit Physiotherapie, mit Pflege, mit Psychologie einfach alles gemeinsam angeschaut wird. Förderung Zweitmeinung, das machen wir auch bereits, ab und zu vielleicht, manchmal ist es gar nicht so nötig. Dann Indikationsboards, die gehören in diese Regionen, wo eben ein Überangebot herrscht. Die Schweiz ist Nummer 1 in Europa mit Kniegelenksprothesen und Nummer 2 in der Häufigkeit der Hüftprothesen. Und es ist nicht so, dass die Schweizer genetisch schlechtere Knies oder Hüften haben als die Franzosen, sondern wir operieren einfach so viel, weil wir so viele Orthopäden haben. Und hier gehören Indikationsboards hin, das heißt, bevor operiert wird, muss besprochen werden, ist es wirklich zwingend nötig oder gibt es Alternativen. In der Onkologie vor einer Krebsbehandlung ist das Standard, da wird geschaut, muss man zuerst operieren, zuerst eine Chemo, macht man eine Bestrahlung etc. Und das wird gemeinsam entschieden. In der bariatrischen Chirurgie, das ist die Operation der ganz dicken Leute, ist das ebenfalls Standard, aber es gehörte sicher auch noch in ein paar andere Disziplinen. Und auch hier leistet die Akademie Aufklärungsarbeit. Und nun bin ich am Ende und ich danke Ihnen, dass Sie bis zum Schluss durchgehalten haben. Fühlen Sie sich angesprochen von dem, was Sie jetzt gerade gehört haben? Wollen Sie mehr wissen? Besuchen Sie unsere Website www.menschenmedizin.com. Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal. Noch besser, Sie werden Mitglied. So wird unsere Stimme, unsere gemeinsame Stimme, so richtig stark und wirksam.